Hi, hier ist der Lieblingsmax. Ich wünsche allen ein gutes, frohes, neues, ertragreiches Jahr 2012, auf das sich alle eure Wünsche in Erfüllung gehen, bla 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 bla. Ich hoffe, ihr hattet gestern, nein, vorgestern Abend viel Spaß beim Feiern und seid gut rübergerutscht. Jetzt gibt es wieder was zu essen. Auch im neuen Jahr habe ich Hunger. Heute mache ich ein Rezept, das ist von der Rezeptwelt.de, das war mal das Rezept des Tages, das heißt nämlich Chili sin Carne. Dafür brauchst du Sojageschnetzeltes, das ist nämlich ein vegetarisches Gericht, sind 150 Gramm drin, dann habe ich noch einen Esslöffel klare Gemüsebrühe reingegeben und werde das jetzt noch mit 450 Gramm heißem Wasser überschütten. So. Das Dreifache von dem, was in der Tüte ist, durchrühren, dass sich diese Gemüsebrühe ein bisschen auflöst. Und dann setze ich einfach einen Teller drauf und warte, wie 10 Minuten soll das quellen. Und in 10 Minuten arbeiten wir dann weiter. Jetzt gibst du hier aufs laufende Messer eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen dazu. Das ist klein. Dann eine rote Paprika in kleinen Stücken. Ich habe jetzt einfach so ein bisschen was genommen, was ich noch im Kühlschrank hatte. Da kommt auch noch ein bisschen Gelbe dazu, aber dann ist es weg. 30 Gramm Öl. 5 Esslöffel Tomatenketchup. Übrigens selbst gemacht. 5 Esslöffel Tomatenmark. 250 Gramm Wasser. Einen Würfel, Esslöffel Gemüse- oder Fleischbrühe. Eine Dose Pizzatomate. Die sind jetzt hier schon Tomatenstücke im eigenen Saft, ungewürzt. Hinein damit. Ein Lorbeerblatt, ein Teelöffel Zucker. Haben wir's? Ein Teelöffel Kräutersalz. Ich habe kein Kräutersalz, dafür habe ich hier heiliges Salz. So. Eine Prise Pfeffer. Und eine Messerspitze. Cheyenne-Pfeffer. Naja, komm. Es gehen auch zwei. Haben wir alles? Ich hoffe ja. Natürlich habe ich vergessen, hier vielleicht die Zwiebeln noch so ein bisschen vom Rand runterzuschieben. Oh, gut. Das Ganze jetzt. Lass mich schauen. 35 Minuten, 100 Grad. Linkslauf, Stufe 1 bis 2 garen. Tja, und gut, dass ich immer danach gleich aufräume und bemerkt habe, dass ja diese Sojaschnitzel noch mit rein müssen. Die sind jetzt gut aufgequollen. Na, jetzt hat. Ja. Ich glaube, die schiebe ich einmal so. Ganz schön voll. Oh, ich habe schon richtig Hunger. Leider muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Gut. Mann, Mann, Mann. Weiter geht's. Jetzt sieht schon lecker aus. So, jetzt mache ich hier eine Dose Kidneybohnen rein. Die machst du auf, dann schützt sie in so ein Sieb, dann ein bisschen mit Wasser abwaschen, also so drüber laufen lassen und dann rein damit. Und noch hier eine Dose Mais. Das drücke ich jetzt trotzdem ein bisschen rein. Es kann sein, dass dir vielleicht eine Dose Bohnen zu wenig ist. Ich glaube, mir ist es auch zu wenig. Deswegen mache ich jetzt noch schnell die zweite Dose rein. So, kommt die zweite Dose auch noch rein. Das ist jetzt also hier 2 Liter Topf, der ist jetzt randvoll.
Ja, gut, nochmal hier, Deckel drauf. 5 Minuten. 100 Grad, Linkslauf, Stufe 1. Unterrühren und heiß machen. So. Also hier, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Also hier, 2 Liter, mehr passt nicht rein. Geil, geil. So. Gleich umfüllen, gleich kleckern. Es sieht fantastisch aus. Hier 2 Scheibchen Brot dazulegen. Zack, zack. Ich hole dich runter. So. Ich weiß nicht, ob du jetzt genug siehst. Also traumhaft. Hier ist dann noch der Topf. Wirklich alles voll und riecht gut. Probieren wir auch gleich. Halt, falscher Löffel. Könnte, glaube ich, sehr heiß sein. Auch gut. Glaubt man gar nicht, dass es irgendwie Fleisch ist. Soja. Es sieht nämlich aus, als wäre das so ein Hühnchenchili. Fantastisch. Echt? Also super. Und ich bin auch heilfroh, dass wir noch Mais zu Hause hatten und Bohnen. Denn wie immer fällt mir das erst nach 8 ein, dass ich vielleicht noch was machen könnte, was essen könnte. Und wir hatten wirklich alles im Haus, sogar meinen selbstgemachten Ketchup, der auch sehr lecker ist. Also hier, ich kann euch nur sagen, heiß und lecker. Ich werde mich jetzt vom Fernseher schmeißen und was essen. Und ihr macht das bitte nach. Sehr lecker. Bis dann. Ciao.